Hallo, heute möchte ich euch unseren Hund vorstellen. Unser Luke Skywalker ist ein gelber Flat-Coated Retriever. Jetzt werden sich sicherlich einige von euch wegen der Fellfarbe wundern. Gelbe Flats sind sehr, sehr selten und in der Rassebeschreibung so auch nicht vorgesehen, beziehungsweise sogar verboten. Die erlaubten Farben sind schwarz und leberbraun. Wir fanden dieses Blond aber besonders hübsch und haben sich uns deshalb dazu entschieden. Flats sind sehr freundlich, kontaktfreudig, temperamentvoll, seinem Besitzer gegenüber sehr hingebungsvoll und gut zu erziehen, da sie eine hohe Lernbereitschaft haben. Der Flat ist für die Jagd als Apportierhund gezüchtet worden, daher ist er in jedem Gelände trittsicher und unerschrocken. Gerade das Wasser ist sein Revier, weswegen wir ihn selten trocken von einem Spaziergang mit nach Hause bringen. Da ist es ihm auch egal, ob der See oder die Schlammpfütze ihn abkühlt. Er wäre wahrscheinlich ein perfekter Hund für die Rettungsstaffel. Dem traue ich auch zu, aus einem Hubschrauber ins Wasser zu springen. Gerade sein Temperament und seine Intelligenz wollen aber jedoch gefordert und gefördert werden. Dafür sollte man Zeit mitbringen und macht die Haltung nicht gerade einfach. Ist er nicht ausgelastet, fallen ihm schnell Flausen ein und er sucht sich selber eine Beschäftigung. Er verzeiht aber auch, wenn man nicht die übliche Beschäftigung ermöglichen kann. Beispielsweise ein Kind ist krank oder man ist aus beruflichen Gründen ab und an mal zu stark eingespannt. Bei jeglichem Hundesport bringt er eine super schnelle Auffassungsgabe mit. Gerade seine Verfressenheit und seine Liebe zum Apportieren machen einem die Erziehung leichter, da er super zu motivieren ist. Unser Luke ist dabei aber so verfressen, dass er alles nach etwas Essbarem untersucht, sobald wir das Haus verlassen. Da ist die Wickeltasche ein schnelles Opfer. Die Obstschale wird geplündert und die Pralinen unter dem Weihnachtsbaum luden ihn quasi zu einer Verabredung ein. Luke ist ein perfekter Familienhund. Die Kinder können alles mit ihm machen und er bleibt in jeder erdenklichen Situation mit ihnen völlig souverän und entspannt. Er kennt das Leben ohne Kinder aber auch gar nicht. Ich könnte mir keinen besseren Hund für unsere Kinder vorstellen. Kurz zu der Größe und zu dem Gewicht. Die Rüden werden etwa 59 bis 62 cm hoch und wiegen ausgewachsen 27 bis 36 Kilo. Unser Hund ist da so einem oberen Level. Die Hündinnen bekommen eine Größe von 56 bis 59 cm und ein Gewicht von 25 bis 32 Kilo. Sein selbstbewusstes Auftreten macht ihn zu einem souveränen Begleithund, der sehr unerschrocken auf seine Umwelt trifft. Dieses Selbstbewusstsein braucht eine liebevolle, aber äußerst konsequente Erziehung. Seine Lebenserwartung wird etwa auf 10 bis 12 Jahre sich belaufen. Da er in 2003 geboren wurde, werden wir hoffentlich noch ganz lange furchtbar viel Spaß mit ihm haben. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Luke oder der Rasse, der Flat-Coated Retriever, dann schreibt einfach einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!